Sie verhandelt mit den Mächtigen der Welt, um das Leiden der Menschen in bewaffneten Konflikten in Grenzen zu halten. Mirjana Spoljaric-Ecker, Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK. Die humanitäre Not hat derzeit ein nie gekanntes Ausmaß erreicht. Das IKRK muss aber sparen. Wie führt eine Spitzendiplomatin in derartigen Krisen? Wie begegnet sie dem Leiden? Ja, Sie sagten im Dezember in einem Interview mit SRF, dass Sie noch nie so besorgt gewesen seien über den Zustand der Welt wie heute. Woraus speist sich Ihre Sorge? Die naheliegende Antwort ist die, dass die Anzahl der Konflikte zugenommen hat. Also wir haben heute eine Situation vor uns als IKK, die uns verpflichtet, in etwa 100 bewaffneten Konflikten präsent zu sein und Hilfe zu leisten und für den Schutz der Zivilbevölkerung einzustehen. Es gibt aber auch Elemente, die vielleicht auf analytischer Ebene mich dazu bewogen haben, diese Aussage zu machen. Was mich am meisten beschäftigt im Moment, ist diese Rückkehr zum Ansatz des Politischen, der auf der Annahme beruht, dass das Politische in erster Linie eine Unterscheidung zwischen Freund und Feind sein soll. Es ist eine sehr gefährliche Annahme, weil sie natürlich dazu führt, dass man annimmt, dass Kriege um jeden Preis gewonnen werden müssen. Und genau dagegen stehen wir ein. Genau gegen dieses Moment steht oder wurde das humanitäre Völkerrecht geschaffen. Darüber werden wir auch sprechen. Also Sie sprechen von diesem Freund-Feind-Schema fast schon. Wenn wir noch einmal zur Weltlage zurückgehen, sagen Sie auch, 2023 war ein außergewöhnliches Jahr, was humanitäre Krisen anbelangt. Denken wir an die blutigen Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo, in Mali, im Sudan, in Äthiopien. Dann gab es grauenhafte Erdbeben, Überschwemmungen in verschiedenen Ländern. Dazu kommen die großen Konflikte, Kriege in der Ukraine und in Gaza. Die Not ist riesengroß. Das IKRK muss sich entscheiden, kann nicht überall helfen. Wie ist das für Sie ganz persönlich, dass Sie so viele Notleidende ohne Hilfe lassen müssen? Ich war im September in Tschad. Ich war an der Grenze zu Darfur. Ich habe Hunderttausende von Menschen gesehen, über die Grenze kommend in ein Gebiet, in dem es kaum Infrastruktur gab, um diese Menschen aufzunehmen und zu versorgen. Und ich war dort als Präsidentin einer humanitären Organisation und wir konnten kaum etwas leisten, weil wir kein Geld haben, um wirklich unser Programm jetzt in Tschad auszuweiten oder nicht im Ausmaß, in dem das nötig wäre. Und wenn Sie in dieser Situation sind, sind Sie zuerst einmal einfach frustriert und wütend, dass Sie nicht mehr machen können. Es ist aber natürlich so, dass wir nie so viel tun können, wie notwendig wäre. Und wir müssen uns sehr stark darauf beschränken, wirklich zu schauen, wo können wir etwas leisten, was andere nicht können. Das heißt, unsere Zukunft wird stark davon bestimmt sein, dass wir unser Mandat so auslegen, dass wir es dort ausüben können, wo andere Partner nicht greifen, keinen Zugang haben. Und dort sind, wo die Rolle des IKK wirklich prädestiniert ist und wo wir einen komparativen Vorteil haben. Gehen Sie mal abends zu Bett mit schwerem Herzen? Regelmäßig. Oft. Wenn nicht immer. Also vor allem jetzt, wenn ich sehe, was im Nahen Osten geschieht, das beschäftigt mich, ja. Blicken wir doch kurz einmal in diese Situation im Nahen Osten. Sie reisen ja eben immer wieder in die Kriegsgebiete, um sich selber ein Bild zu machen über die Situation, aber auch natürlich, um die Gespräche zu suchen mit den Konfliktparteien und zu ermahnen, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Anfang Dezember waren Sie in Gaza und haben nachher ein Statement abgegeben und wir sehen uns einen Ausschnitt daraus an. I have just visited the European Gaza Hospital and the things I saw there is beyond anything that anyone should be in a position to describe. What shocked me the most were the children with atrocious injuries and at the same time having lost their parents with no one looking after them. We are facing a situation here that will not be healed by sending in more trucks. We need to provide protection
to the civilians in Gaza, to the women and children, to the elderly people that I saw today that have nowhere to go. The majority of people I met today have been displaced several times. I met people who have lost limbs because they needed to evacuate between treatments, and they lost a hand or a foot because they couldn't be treated in the hospital where they arrived first. I was told today that the North has lost its entire surgical capacity. We have to find solutions to this. We can't turn away from what is evidently a moral failure in the face of the international community. Sie sprechen von einem moralischen Versagen. Wer versagt hier? Die internationale Gemeinschaft. Es geht nicht darum, dass wir Schuldzuweisungen machen. Das machen wir grundsätzlich nicht. Aber davon abgesehen, es ist die Pflicht eines jeden Staates, dafür zu sorgen, dass das humanitäre Völkerrecht respektiert und auch umgesetzt wird. Alle Staaten dieser Welt haben die Genfer Konvention ratifiziert. Es ist in meinen Augen der stärkste und universellste internationale Konsens, den wir haben. Dieser Konsens war möglich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Erfahrungen, die im Zweiten Weltkrieg gemacht wurden, nach den Erfahrungen, die man gemacht hat, mit dem Erlaubnis, dass gewisse Menschengruppen oder Ethnien oder Religionen entmenschlicht werden und als Nichtmenschen erklärt werden. Wir dürfen nicht in diesen Zustand zurückgeraten. Wir müssen uns daran erinnern, was damals passiert ist. Vielleicht können wir ganz kurz auch den Begriff klären des humanitären Völkerrechts, noch einmal daran erinnern. Also das Völkerrecht ist sozusagen entstanden aufgrund der Genfer Konventionen. Damals 1929 wurden die Genfer Konventionen verabschiedet. Das humanitäre Völkerrecht verpflichtet alle Staaten, die unterzeichnet haben, und das sind eigentlich alle oder nahezu alle, eben beispielsweise zwischen Zivilisten und Kriegsbeteiligten zu unterscheiden. Ursprünglich die Initiative ging von der Schweiz aus, nämlich unter anderem von Henri Dunant, der 1863 schon den Anstoß gegeben hat für eine bessere Versorgung der Menschen, die verwundet werden im Krieg. Also das vielleicht ganz kurz noch einmal zur Erklärung. Jetzt, was ja sehr deutlich auch wird, und das sagen Sie auch in diesem Beitrag, wenn man ihn weiterhört, Sie sagen auch, was Sie hier brauchen, ist ganz klar eine politische Lösung. Sie kennen das Gebiet ja sehr gut. Sie sind eine Spitzendiplomatin. Sie waren lange Zeit im EDA tätig, danach aber auch bei der UNO in verschiedenen Spitzenpositionen, aber auch eine Weile lang bei der UNRWA, dem UNO-Hilfswerk in Palästina. Eben, wie gesagt, Sie kennen die Situation vor Ort. Sie ist sehr verfahren. Inwiefern ist denn eine politische Lösung überhaupt aussichtsreich? Die Frage ist nicht, ob sie aussichtsreich ist. Die Frage ist mehr, unter welchen Bedingungen können die Menschen im Nahen Osten in Frieden und Sicherheit leben? Und dafür braucht es eine politische Lösung. Es gibt keinen Weg darum herum. Es ist eine Pflicht der Staaten, dafür zu sorgen, dass es zu dieser Lösung kommen kann, weil es ist letztlich die einzige Sicherheitsgarantie. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es möglich ist, um für eine gewisse Zeit immenses menschliches Leid in Kauf zu nehmen, um diese Sicherheit rein über militärische Mittel zu erreichen. Sie wird nie kommen, es sei denn, es kommt zu einer politischen Lösung. Und wenn wir schauen, was Henri Dunant dazu bewogen hat, wirklich sich für das IKK stark zu machen, so wie wir es heute kennen, und in seiner Vision war es das, dann geht es darum, dass wir immer, auch wenn es sehr schwierig ist, immer ein Minimum an Menschlichkeit wahren, damit wir das Fundament zur Rückkehr zu dieser politischen Lösung nicht verlieren. Und darum geht es mir jetzt im Nahen Osten, dass wir das nicht aufgeben. Nun sind Sie natürlich als Präsidentin des IKRK nicht in der Situation, einzelne Schuldzuweisungen zu machen. Wir werden darüber noch sprechen, dass Sie eine neutrale Organisation sind. Aber vielleicht trotzdem ein Problem oder eine Schwierigkeit ist ja in diesem ganzen Konflikt, dass viele geschrieben haben, auch in Kommentaren, in Zeitungen, wer begonnen hat, jegliche Menschlichkeit abzulegen, war die Hamas mit diesen grauenhaften Terrorattacken. Und was jetzt passiert, ist natürlich eine Reaktion. Und ein Stück weit gibt es ein Recht, sich zu verteidigen. Wir müssen uns fragen, was sind die
die grundlegenden Werte, auf denen das humanitäre Völkerrecht geschaffen wurde. Zum einen ist es die Humanität, zum anderen ist es die Unparteilichkeit. Aber noch wichtiger ist das Prinzip, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den Menschen. Das heißt, die Rechte gelten gleich für alle. Ein Menschenleben ist ein Menschenleben und ziviles Leben im Konflikt muss geschützt werden. Und jedes zivile Leben im Konflikt ist schützenswert. Das heißt, wir dürfen nicht von einem transaktionellen Ansatz bei der Implementierung des Völkerrechts ausgehen. Wir dürfen nicht glauben, dass wenn jemand etwas Schlechtes gemacht hat, dass man diesem Menschen auch dann etwas Schlechtes antun kann. Beide Seiten müssen sich jederzeit an die Genfer Konventionen halten. Und das ist ja eigentlich auch die Idee der Menschenrechte, auch des Universalismus, können wir sagen. Das hat auch der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm in einem Gespräch mit uns sehr stark betont. Also diese Idee eben, ein Kind, das im Gaza stirbt, ist gleich viel wert wie ein Kind, das in Israel stirbt. Frau Spoljaric, wenn ich Sie jetzt als Person vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen darf. Sie haben einen interessanten Lebenslauf. Sie sind ursprünglich in Kroatien geboren, wurden dann in der Schweiz eingebürgert als Jugendliche, haben dann entschieden, Philosophie im Hauptfach zu studieren, Völkerrecht und Wirtschaft in den Nebenfächern und haben sich dann tief in die Philosophie vergraben. Sie haben sich sehr interessiert für Hegels Rechtsphilosophie, haben aber eine Abschlussarbeit geschrieben über Sprachspiele bei Wittgenstein. Diejenigen, die heute nicht vertraut sind, das ist eher die komplizierte Seite der Philosophie. Was hat Sie bewogen, den Elfenbeinturm zu verlassen und zu sagen, ich will mich nicht alleine mit Ideen auseinandersetzen, sondern mit Realpolitik? Für mich ist Philosophie keine Theorie. Und ich verliere das Interesse an Philosophie, wenn ich sie nicht in Bezug zur Realität bringen kann. Und ich bin grundsätzlich interessiert an allem. Ich bin grundsätzlich interessiert daran, die Welt zu verstehen und möglichst objektiv zu verstehen, möglichst so zu verstehen, dass mein Verständnis für alle nachvollziehbar ist. Und was ich jetzt sehe bei meiner jetzigen Rolle als IKK-Präsidentin, ist etwas, was dem nahe kommt, was Wittgenstein als gemeinsame menschliche Handlungsweise bezeichnet hat. Es gibt gewisse Prinzipien, es gibt Grundelemente des menschlichen Daseins, die in allen Religionen bestehen, die in allen Religionen, Gesellschaften, Kulturen nachvollziehbar sind. Und das ist das Moment der Menschlichkeit. Das ist das Element der Gleichheit unter den Menschen, des Respekts gegenüber dem anderen. Das finden Sie in jeder Religion, das finden Sie in jeder Gemeinschaft. Das sehe ich auch wieder in China, das sehe ich in Afrika, das sehe ich überall, wo ich bin. Und das Faszinierende für mich ist, dass ich jetzt eine Aufgabe habe, die in einem Regelwerk fußt, das wirklich von allen akzeptiert wird. Es heißt nicht, dass es von allen eingehalten wird, aber alle bekennen sich zu diesen Grundsätzen. Alle bekennen sich dazu und Sie sagen natürlich auch, wir können voneinander erwarten, wir müssen voneinander erwarten, dass wir uns dazu bekennen. Dennoch, als Präsidentin des IKK ist es ja so, wenn Sie an die Türe der Mächtigen klopfen, dann öffnen sich diese normalerweise. Das heißt, es führt auch dazu, dass Sie am gleichen Tisch sitzen wie die übelsten Kriegsverbrecher und Sie daran erinnern, was die Idee des humanitären Völkerrechts ist. Aber können Sie auch in diesen Momenten diesen Personen in die Augen schauen und darauf vertrauen, dass die noch verstehen, was Menschlichkeit ist? Ich muss nicht darauf vertrauen, dass sie verstehen, was Menschlichkeit ist. Ich muss es von ihnen fordern. Ich muss sie daran erinnern, dass es ihre Pflicht ist, dies zu tun. Und ich muss sie daran erinnern, was sie tun müssen, damit sie ihre Pflicht als Staatenvertreter mit Bezug auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts tun müssen. Ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, ob sie mögen, was sie hören. Ich muss meine Rolle adäquat und glaubwürdig, aber auch berechenbar spielen können. Ich habe die Genfer Konvention zum Kompass. Ich habe das humanitäre Völkerrecht als Anker in meinen Beziehungen mit den Staatenvertretern oder Vertretern von Kriegsparteien oder Konfliktparteien. In dieser Rolle bin ich berechenbar. Sie wissen, was ich Ihnen sagen werde. Sie mögen es nicht, aber Sie erwarten auch, dass ich Ihnen das sage, weil das ist genau meine Aufgabe.
Und haben Sie nicht manchmal Angst, gerade weil die wissen, was sie sagen werden, dass das Ganze zu einer Farce verkommt, dass die Parteien denken, ja, wir empfangen die Frau Spoljaric, das ist unsere Aufgabe, dann haben wir es abgehakt. Wenn sie raus ist, machen wir wieder weiter wie bis anhin. Das ist eben das Komplexe am Mandat. Oder ich muss natürlich dafür sorgen, dass es nicht zur Farce verkommt. Ich muss dafür sorgen, dass es ernst genommen wird. Ich muss dafür sorgen, dass sie anerkennen, dass es in ihrem Interesse ist, dieses Recht einzuhalten. Weil es ist immer eine Frage der Zeit, bis sie, auch wenn sie im Moment der Stärkere sind, sich auf der Seite der Schwächeren befinden, bis sich ihre Familie wieder auf der Seite der Schwächeren befindet. Und dann werden sie wollen, dass diese Regeln eingehalten werden. Das heißt, niemand bestreitet das Interesse, das Eigeninteresse daran, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Aber es muss natürlich implementiert werden. Und ich muss dafür sorgen, dass alle Staaten sich dazu bekennen und dann auch gemäß handeln. Einfach nur zu sagen, das Völkerrecht muss eingehalten werden. Sicherheitsresolutionen, die dazu aufrufen, dass das Völkerrecht eingehalten wird, nützen nicht, wenn es dann nicht implementiert. Nun ist es ja so, dass die Mittel eben knapp sind. Sie haben schon gesagt, Sie sind in über 100 Ländern derzeit aktiv. Es gibt eine rekordhohe Zahl Menschen, die in humanitärer Not gegenwärtig leben. Außerdem sind die Kosten inflationsbedingt massiv gestiegen. Die Beträge, die die Geberländer leisten, wiederum sind gesunken, unter anderem auch wegen des Kriegs in der Ukraine. Man braucht die Mittel für andere Dinge. Als Sie dann im Herbst 2022 Ihr Amt als Präsidentin des IKK angetreten haben, war es dann an Ihnen als erstes, eine gigantische Sparaktion ins Leben zu rufen. Ich nehme an, das war ein sehr harter Start für Sie. Das war ein schwieriger Start und eine sehr intensive Zeit für mich auch, weil ich war, als ich mich der finanziellen Lage bewusst wurde, auch zugleich beschäftigt mit sehr schlimmen humanitären Situationen. Also ich kam gerade aus Äthiopien zurück und aus Syrien, unmittelbar nach dem Erdbeben im Norden. Wir hatten auch schwierige Gespräche, was den Zugang zu Gefangenen betrifft, in vielen Orten, einschließlich in der Ukraine und in Russland. Sie mögen sich an diese Diskussionen in der Öffentlichkeit erinnern. Das heißt, es war nicht nur intern finanziell komplex, sondern es fand in einem Umfeld statt, wo wir den Ball nicht fallen lassen konnten, wo wir weiterarbeiten mussten und weiter liefern mussten. Wir haben im Verlauf der letzten Monate Tausende von Stellen gestrichen. Wir haben uns komplett umstrukturiert, was die Aussicht auf die nächsten 4 Jahre betrifft. Und wir waren erfolgreich darin. Aber nur dank dessen, dass das ganze Gefüge zusammengehalten wurde, auch unter anderem durch den starken Glauben unserer Mitarbeiter und unserer Führungskräfte an das Mandat und an die Wichtigkeit des IKK. Es ist ja so, Sie haben gesagt, Sie haben bereits Stellen gestrichen. Sie müssen bis Ende Jahr 4.000 Stellen weltweit einsparen. Das ist ein Fünftel des Bestands. Es ist allerdings auch so, dass innerhalb der letzten 10 Jahre das Budget des IKK sich verdoppelt hat. Es ist also sehr, sehr schnell gewachsen. Und es gab auch intern Kritik. Es gab Mitarbeitende beim IKK, die sich auch in einem Brief gewandt haben an die Leitung des IKK und gesagt haben, wir haben eigentlich unseren Kernauftrag verlassen. Wir sind zu schnell gewachsen. Wir decken zu viel von dem ab, was eigentlich auch andere Hilfsorganisationen im Feld leisten könnten, namentlich Entwicklungszusammenarbeit. Wie gehen Sie um mit dieser Kritik, auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja die Entwicklungszusammenarbeit sehr, sehr gut kennen, weil Sie auch lange Zeit in führender Position beim UNDP, also bei der Entwicklungsorganisation der UNO, tätig waren. Sie wissen also, was Entwicklungszusammenarbeit im Feld bedeutet. Was denken Sie darüber? Ich denke, das hilft mir. Ich habe grundlegende Erfahrung sowohl im politischen, im sicherheitspolitischen wie auch im Entwicklungsbereich und kenne die Mittel und Möglichkeiten auf beiden Seiten. Es hilft mir, daraus abzuleiten, dass wir uns klar als humanitäre Organisation definieren müssen, die ihren Vorteil sieht als humanitär und die weiß, wie
Sie als Organisation mit den Entwicklungshelfern und mit den politischen Akteuren arbeiten muss, damit das Humanitäre nicht zur Ersatzdiskussion wird. Mich besorgt nicht das wachsende Budget der humanitären Hilfe. Mich besorgt, dass nichts unternommen wird, dass sich diese Kosten senken. Und diese können nur gesenkt werden, wenn wir wieder in politische Stabilität, in politische Vereinbarungen investieren, die dann wiederum eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Wir können nicht die Lösung der mangelnden Wirtschaft und der mangelnden politischen Führung sein. Und das ist ja sozusagen manchmal auch ein Huhn-Ei-Problem, oder? Auf der einen Seite ist Armut natürlich ein Brutkasten für Konflikte, für Bürgerkriege zum Beispiel. Andererseits sind Bürgerkriege wiederum die Ursache dafür, dass Menschen migrieren, flüchten müssen, führt wieder zu humanitärer Not und so weiter. Das perpetuiert sich. Ja. Insofern stellt sich ja schon die Frage, ob das IKK sich so einfach herausziehen kann aus Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel, weil sie oft sozusagen diejenigen sind, die die Regionen langfristig kennen, die einzelnen Exponenten kennen und so weiter. Es kommt sehr darauf an, wie Sie Entwicklungszusammenarbeit definieren. Oder? Das sind ja keine Schwarz-Weiß-Begriffe. Es gibt eine riesige Grauzone zwischen Entwicklung und humanitärer Hilfe und was Langzeitengagement in der humanitären Hilfe bedeutet. Wir müssen teils lange präsent bleiben, weil niemand sonst Zugang bekommt zu den Maßnahmen, die wir treffen müssen, um weitere humanitäre Katastrophen zu vermeiden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Syrien arbeiten wir mit den Wasserbehörden zusammen, um den Zugang zu Trinkwasser zu gewährleisten, damit dieser nicht kollabiert. Zu einem Zeitpunkt, da viel Material und Ersatzteile unter Sanktionen stehen. Das heißt, wir haben als humanitärer Akteur die Möglichkeit, gewisse Wartungsaufgaben zu leisten, weil wir von diesen Sanktionen ausgenommen sind. Würden wir das nicht tun und würde das Wassersystem in Syrien zusammenbrechen, wären wir konfrontiert mit einer humanitären Katastrophe, die wir nicht bewältigen könnten. Und das sind Aufgaben, die müssen wir so lange gewährleisten, bis eine politische Lösung greift und die normalen wirtschaftlichen Maßnahmen getroffen werden können. Also ich verstehe sehr gut, durch diese sozusagen Spezialstellung, die das IKK hat, sind Sie manchmal die einzigen vor Ort, die eben gewisse Aufgaben wahrnehmen kann. Trotzdem sagen Sie auch jetzt in der Strategie, die Sie verabschiedet haben für die kommenden 4 Jahre, ganz klar, wir wollen zurück zum Kerngeschäft. Und das Kerngeschäft ist eben dieser Auftrag, das humanitäre Völkerrecht zu schützen. Das haben wir jetzt schon mehrere Male gesagt. Es gibt keine andere Hilfsorganisation, die diesen Auftrag im Kern hat. Und dazu gehört ja beispielsweise auch der Gefangenenbesuch, der Gefangenenaustausch und die Befreiung auch von Geiseln. Und dieser Kernauftrag, der kommt natürlich jetzt auch im Krieg in Gaza zum Zuge. Das sind oftmals ganz heikle Momente, da muss alles ganz genau abgesprochen werden. Wo werden Geiseln übergeben? Wie viele Personen sitzen im Auto? Wer reist da genau an? Wen trifft man da? Kleinste Änderungen im Plan können das Ganze zum Kollabieren bringen. Ich würde gerne mit Ihnen ganz kurz zurückblicken in November 2023, kurz in diese Situation, bevor die Übergabe der Geiseln in Gaza dann schlussendlich geklappt hat. Irgendwo in Südgaza werden die Geiseln vermutet. Am nächsten dran wohl die lokalen Mitarbeitenden des Internationalen Komitees des Roten Kreuz. Sie koordinieren sich gemäß Reuters rund um die Uhr mit allen Parteien, um die Geiseln sicher rauszubegleiten. Das Schicksal der Geiseln seit Tag 1 Sorge des IKRK. Denn Geiselnahmen verstoßen gegen humanitäres Völkerrecht. Und das muss das IKRK per Auftrag schützen. Im Gazakrieg sichtbar ist die Organisation mit Konvois und medizinischer Versorgung. Doch im Hintergrund vermitteln Delegierte, versuchen Geiseln aufzusuchen, wozu Diskretion nötig ist. Verschwiegenheit gehört zum Selbstverständnis des IKRK. Es publiziert zu Gaza kaum Medienmitteilungen, dafür Telefonnummern für Angehörige, Auskünfte für jene, die sich um ihre Liebsten sorgen. Sie hören uns nicht im Fernsehen oder auf den sozialen Medien. Es scheint, als ob wir still sind. Doch wir sind dort, wo es am meisten zählt. Diese Diskretion ist unabdingbar.
Trotzdem scheint das nicht für alle nachvollziehbar zu sein, dass es so lange geht und manchmal auch aussichtslos bleibt. Es gibt weiter Geiseln, die gefangen sind im Gaza. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Weil die wurde jetzt sehr laut von Seiten israelischer Angehöriger. Es ist tatsächlich so, dass wir mit jedem neuen Konflikt mehr Druck aushalten müssen, mehr Kritik und schärfere Kritik. Und das ist für mich belastend, aber das ist für alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen belastend und vor allem für jene, die sich direkt mit der Situation konfrontiert sehen. Es ist ein Problem und wir werden mehr Zeit damit verbringen müssen, diese Phänomene zu diskutieren und zu schauen, wie wir dem begegnen können. Was Sie jetzt sehen, auch bei der Geiselbefreiung, ist, es gibt nur das IKK im Moment, das diese Aufgabe lösen kann, weil wir unter den humanitären Mittlern der neutralste Mittler sind und der bedingungslos neutrale Mittler. Und genau in solchen heiklen und gefährlichen Situationen braucht es das IKK. Aber wir können nicht darüber sprechen. Wir können nicht so viel Informationen geben, wie nötig wäre, um die Öffentlichkeit zu beruhigen, dass wir wirklich tun, was wir tun müssen und rund um die Uhr. Und Sie sind ja auch verantwortlich für Ihre Mitarbeitenden, die Sicherheit sozusagen zu gewährleisten. Natürlich. Und die Situation ist nicht nur für die Geiseln gefährlich, sie ist auch für unsere Mitarbeiter ebenso gefährlich. Und wir müssen beide schützen. Aber es geht mir vor allem darum, dass verstanden wird, dass wir Zugang zu Geiseln, Zugang zu Kriegsgefangenen, und wir hatten eine ähnliche Diskussion vor einem Jahr in der Ukraine und auch in Russland, wir können Zugang zu Gefangenen nicht erzwingen. Es braucht Vereinbarungen zwischen den Parteien, die werden entweder direkt ausgehandelt oder über Facilitatoren, die uns dann erlauben zu wissen, wo wir hingehen müssen und unter welchen Bedingungen wir die Geiseln oder die Kriegsgefangenen besuchen können. Wir möchten ganz klar darauf hinweisen, dass sowohl die Geiselnahme wie auch das unrechtmäßige Festhalten von Kriegsgefangenen oder die Schlechtbehandlung von Kriegsgefangenen Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen, namentlich gegen das humanitäre Völkerrecht. Und wir haben gemäß der dritten Genfer Konvention die Aufgabe, Kriegsgefangene zu besuchen und sicherzustellen, dass diese gut und adäquat angemessen behandelt werden. Aber wir können diesen Zugang zu diesen Gefängnissen, zu diesen Installationen nicht erzwingen. Das heißt, die Staaten sind in der Pflicht, uns die Arbeit zu ermöglichen. Das heißt, die Kriegsparteien müssen sich darauf einigen, uns zu sagen, wo die Geiseln sind und dass wir die Geiseln sicher besuchen können, ohne dass deren Leben oder das Leben unserer Mitarbeiter in Gefahr gebracht wird. Das heißt, Sie sind natürlich abhängig von der Kooperation der Kriegsparteien. Was Sie sehr deutlich noch einmal machen, ist diese Neutralität. Und Sie haben in einem Artikel kürzlich auch noch einmal betont, das ist keine politische Neutralität und schon gar nicht irgendeine Form der Gesinnungsethik. Wir sind neutral, weil wir wollen uns raushalten, sondern es ist eine rein instrumentelle Neutralität, könnte man sagen, denn nur solange Sie diese Neutralität bewahren, können Sie sozusagen auch davon ausgehen, dass man Ihnen vertraut. Und zwar selbst die Kriegsverbrecher unter Umständen Ihnen eben insofern vertrauen, dass Sie sagen, ihr könnt kommen und die Gefangenen besuchen. Ist das nicht auch unerträglich, Frau Spoljaric? Weil es gibt ja schon Situationen, da muss man sagen, Sie sehen grauenhafte Situationen. Sie sehen Folter in Gefängnissen, Sie sehen die Resultate von Massenvergewaltigungen, aber können nicht wirklich darüber sprechen, denn das würde heißen, das Vertrauen der Kriegsparteien zu gefährden. Es ist schwer zu ertragen, was ich zum Teil sehe, und meine Kolleginnen und Kollegen sehen noch viel mehr und viel Schlimmeres. Und trotzdem ist es nicht so, dass wir nichts tun können. Wir sind ja jeden Tag irgendwo erfolgreich auf der Welt, wenn es den Zugang zu Gefangenen betrifft oder wenn es darum geht, Kinder zu befreien aus sehr gefährlichen Situationen, mit ihren Familien wieder zusammenzubringen und so weiter. Jeden Tag geschieht etwas Gutes dank der Hilfe des IKK. Aber wir haben sehr wenig Möglichkeiten, diese Maßnahmen oder diese Erfolge publik zu machen, ohne dass wir uns dadurch in Gefahr bringen, das Vertrauen, das wir haben nach 160-jährigem Bestehen und das Vertrauen dank unserer Neutralität,
die uns dann diese Erfolge ermöglichen. Das heißt, wir können nicht angeben mit unseren Erfolgen und das macht unsere Arbeit so schwierig. Wo immer ich hingehe, spreche ich an, was nicht gut ist. Ich mache es aber nicht öffentlich und ich muss immer ganz genau überlegen, was ich öffentlich sagen kann, ohne dass wir unser Mandat gefährden. Die Tatsache, dass wir neutral sind, heißt nicht, dass wir Leid akzeptieren und dass wir wegsehen bei Verbrechen. Im Gegenteil, wir sind oft die Einzigen, die das ansprechen. Und die wir sehen. Sind die, die das aufschreiben, die das archivieren und die die Parteien tagtäglich daran erinnern, dass das nicht rechtens ist. Und es gibt doch wie zwei dilemmatische Situationen. Das eine ist, man sieht Dinge, die man gerne erzählen würde, damit es aufhört, können sie nicht tun. Und das andere ist dieser Vorwurf, dass sie eben auf keiner Seite stehen. Also dieses Gefühl von, es gibt vielleicht Situationen, da darf man nicht neutral bleiben. Das wäre mehr so diese politische oder gesinnungsethische Form der Neutralität. Und manchmal wird das dem IKRK ja doch auch zum Vorwurf gemacht, obwohl die Sachlage eigentlich klar ist. Vielleicht eine parallele Situation. Es gab einen sehr berührenden Artikel von Paul Spiegel. Er ist ein US-amerikanischer Arzt, Professor an der Johns Hopkins University, eine Koryphäe, wenn es um die Versorgung von Kriegsverwundeten geht. Er hat 30 Jahre lang schon in Kriegsgebieten operiert. Und er hat im Guardian geschrieben, er sei immer geschätzt worden für seine Arbeit. Er ist selber Jude und hat jetzt aber in den Grenzsituationen zum Gaza auch in Krankenhäusern Einsätze geleistet. Und plötzlich hieß es jetzt, er solle sich schämen, er würde sein jüdisches Erbe verraten. Und er endet dann mit der Aussage, ich ergreife nicht Partei, ich unterstütze die Menschlichkeit. Verstehe ich Sie richtig, wenn das genau Ihre Grundidee ist, die Sie verteidigen? Ich habe vor einigen Monaten in den New York Times ein Essay publiziert und da kam dieser Satz auch vor. Also when the world takes sides, we side with humanity. Das bedeutet, dass wenn die Welt Partei ergreift, ergreifen wir Partei für die Menschlichkeit. Dieses Moment dürfen wir nicht verlieren. Wir dürfen den Glauben an die Menschlichkeit nicht verlieren. Wir dürfen uns nicht in die Illusion begeben, dass alles auf ewig gilt. Wer heute Feind ist, kann morgen ein Freund sein. Das sehen Sie in der Weltpolitik tagtäglich. Wer heute ein Verbrechen begeht, kann morgen etwas Gutes tun. Wir sind nicht absolut bestimmend, was die Zukunft betrifft. Wir müssen uns immer die Möglichkeit zur Rückkehr zum Frieden und zur Stabilität offen halten. Genau dafür wurde ja das IKRK geschaffen. Aber wir arbeiten im Spannungsfeld zwischen militärischer Notwendigkeit und der Wahrung des Menschlichen. Und wir möchten immer näher bei der Wahrung des Menschlichen sein als bei der militärischen Notwendigkeit, weil genau hier unsere Daseinsberechtigung ist. Und für uns bedeutet Neutralität nichts anderes als das essentielle Arbeitsmittel, das uns die Arbeit ermöglicht und das den Bestand ermöglicht über Weltkriege hinaus, über Jahrhunderte hinaus. Wir müssen heute die gleiche Gültigkeit haben können wie vor 150 Jahren. Und wir haben jetzt darüber gesprochen. Eine Schwierigkeit ist natürlich, dass Sie diese Zeugenschaft, nenne ich es jetzt einmal, ablehnen. Das hat ja auch immer wieder für Diskussionen gesorgt in Hilfsorganisationen, beispielsweise Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen. War das immer wieder ein Streitpunkt? Hat die Organisation letztlich dann auch gespalten? Wie sehr ist Zeugenschaft auch ein Imperativ? Muss man sprechen über das, was man gesehen hat? Das IKRK hat sich klar für die Neutralität entschieden, um die Arbeit machen zu können. Aber sie brauchen natürlich auch Aufmerksamkeit, weil sie Geld brauchen. Also wenn die Weltgemeinschaft nichts erfährt von dem, was da draußen passiert, werden die Gelder erst recht nicht fließen. Und in diesem Kontext lohnt es sich vielleicht auch noch einmal darüber zu sprechen, dass es Kriege gibt, über die wir Bescheid wissen. Und es gibt sehr, sehr viele Kriege, die meisten wahrscheinlich in der Welt, über die spricht überhaupt gar niemand. Sie haben es bereits erwähnt, der Konflikt im Sudan, der schon lange schwelt, wo Sie auch vor Ort waren, über den wird praktisch nicht berichtet. Sie waren ja im September im Sudan und in Tschad unterwegs. Wir sehen hier auch
entsprechende Bilder. Und im Sudan herrscht seit April 2023 ein bewaffneter Machtkampf zwischen zwei verfeindeten Gruppen, unter dem in erster Linie die Zivilbevölkerung leidet. Es gibt Millionen von Menschen, die in die Grenzregionen oder in Nachbarländer flüchten. Neueste Zahlen der UNO sprechen von der weltweit größten Anzahl von Vertriebenen. Wir sind weit weniger in der Lage, heute den humanitären Bedürfnissen in Afrika zu begegnen, als dies noch 2003 der Fall war. Und heute sind wir fast nicht in der Lage, wenigstens ein Minimum an Hilfe bereitzustellen. Und ja, es frustriert mich. Das ist ein Konflikt, über den man wenig spricht. Sie sind frustriert. Wie gehen Sie mit dieser Frustration um? Indem ich darauf hinweise, dass Anfang 2023 niemand über Sudan sprach. Niemand über Darfur sprach. Und dann wurde es zu einer der komplexesten humanitären Krise, der wir heute begegnen müssen. Und was heute im Sudan geschieht, ist schlimmer, als was wir 2003 bewirtschaften mussten. Und damals hatten wir im Verhältnis mehr Mittel, um was Hilfe zu leisten. Was ist das Schlimmste gegenwärtig? Die Situation im Horn von Afrika ist extrem komplex, ist extrem schwierig zu lösen und löst unglaubliches menschliches Leid aus. Die Situation im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist aus humanitärer Perspektive unerträglich. Wer sprach über Gaza vor dem 7. Oktober? Und schauen Sie, was jetzt los ist. Es gibt aus unserer Sicht keine vergessenen Konflikte. Jeder vergessene Konflikt kann morgen zum dominierenden Faktor werden in aller Fernsehkanäle dieser Welt, wie das zurzeit mit Gaza der Fall ist. Aber vor 4 Monaten hätten Sie das noch nicht gesagt. Das heißt, wir brauchen Flexibilität, überall dort zu sein, wo die Weltöffentlichkeit nicht hinschaut, um darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise schlimmer werden könnte. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, Regierungen und höchstrangigste Regierungsvertreter darauf hinzuweisen, dass, wenn sie ihr Augenmerk nicht auf eine bestimmte Situation richten, es möglicherweise bald eskalieren könnte und wir dann humanitäre Katastrophen haben, die sie wiederum nicht finanzieren können. Es ist ja auch interessant, dass man, wenn man jetzt vom humanitären Völkerrecht ausdenkt, das ja oft auch zusammengedacht wurde oder historisch eng verwoben ist mit der sogenannten Theorie des gerechten Krieges. Also man überlegt eben, wie Kriege zu führen sind, was überhaupt gerechte Anlässe für Kriege sein könnten, falls es die denn überhaupt gibt. Aber dass man sehr wenig spricht über die Theorie des gerechten Friedens, nämlich über die Vorstellung, was es eigentlich braucht, dass dauerhaft ein Friede entsteht. Sie haben jetzt gerade darauf hingewiesen, Konflikte, die nicht richtig befriedet werden, werden morgen wieder eine neue Katastrophe auslösen. Ich habe mich während dem Studium sehr oft und regelmäßig mit dem Phänomen des Bösen befasst, weil ich natürlich mich immer wieder frage, warum kann man Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen? Aber wenn Sie Hobbes lesen, auch selbst wenn Sie haben vorhin die Rechtsphilosophie von Hegel erwähnt, alle diese Philosophen kamen immer wieder zum Schluss, dass der Mensch im Naturzustand zwar die Tendenz hat, sich zu bekriegen und die Menschen die Tendenz haben, sich gegenseitig zu töten, aber sie anerkennen aufgrund dieser Erfahrung auch immer, dass die Größe der Aussicht, lang zu leben und gut zu leben, immer nur im Frieden möglich ist. Das heißt, die Grundpflicht des Menschen und der Grundreflex des Menschen ist eigentlich immer der, Frieden zu suchen. Er macht es sich einfach wahnsinnig schwer, das dann auch tatsächlich durchzuziehen. Warum kann er das nicht? Ich werde den Glauben nicht daran verlieren, dass es die Grundnatur des Menschen ist, eigentlich in Frieden zu leben. Und nur dann können wir sicher sein, dass wir genug Geld haben, die Krisen, die dann entstehen, schnell wie möglich bewirtschaftet und beendet werden und so beendet werden, dass sie langfristig Prosperität ermöglichen. Es ist die einzige Garantie für Sicherheit. Das ist ja eigentlich wirklich interessant, weil es immer in der Philosophiegeschichte beide Ideen gab. Der Naturzustand des Menschen ist Krieg und wir müssen ihn zum Frieden zwingen mit Institutionen oder umgekehrt, der Grundzustand des Menschen ist friedlich und die Institutionen verbiegen ihn. Und da sehen wir ja auch nach wie vor beide Tendenzen, respektive mehr oder große Skepsis auch bezüglich eben
internationaler Abkommen bezüglich Multilateralismus. Und da sprechen wir eigentlich bereits auch über die Zukunft des humanitären Völkerrechts. Und um die ist es ja im Moment, denkt man, nicht besonders gut bestellt. Sie halten natürlich diese Idee hoch, müssen sie auch. Und wir alle halten sie ein Stück weit hoch. Aber wenn wir global schauen, dann ist es ja doch eher schwierig. Auch die UNO steht im Moment wirklich im kalten Wind. Die UNO ist in einer ähnlich schwierigen Lage wie wir und wie viele internationale Akteure, die versuchen, in Konfliktsituationen sinnvolle Arbeit zu leisten. Aber ich denke, wir haben viel geleistet im Rahmen der internationalen Kooperation. Ich denke, wir müssen auch anerkennen, dass die Situation heute eine andere ist als zu Zeiten der Französischen Revolution, als Hegel noch der Meinung war, dass ein Völkerrecht nicht möglich ist, weil nur die Freiheit des Einzelnen und der Wohlstand des Einzelnen nur durch Nationalstaaten garantiert werden kann und nationale Rechtssysteme, weil international die Durchsetzungsfähigkeit fehlt. Wenn Sie die Gesellschaft bei Hegel anschauen, so ist sie möglich und wird geschaffen primär durch ökonomische Interessen. Heute sind wir global so vernetzt, dass wir nicht mehr unsere nationale Ökonomie, unsere nationale Volkswirtschaft von derjenigen anderer Regionen trennen können. Wir haben das bei Covid gesehen. Wir sind abhängig von internationalen Lieferketten. Das heißt, wir müssen aus der Kiste raus, dass Völkerrecht nicht möglich ist. Im Gegenteil, wir werden nur wirtschaftlich nachhaltig wachsen können, indem wir diese Interdependenz anerkennen. Und die braucht politische Maßnahmen. Diese Interdependenz muss sich stützen können auf politischen Mut der Staatslenker. Das ist interessant, was Sie jetzt sagen, dass wir das brauchen, weil Sie beschreiben Hegel, oder? Diese Idee, dass sozusagen der Nationalstaat die Freiheit garantiert und internationales Recht ist nicht wirklich vorgesehen. Ganz ähnlich übrigens bei John Rawls, der hatte eine ähnliche Idee. Und sowohl die hegelianische Philosophie wie die Philosophie von Rawls, die wird heute ja ausgedehnt. Also die Universitäten versuchen natürlich, diese Gedanken weiterzudenken, gerade weil die Globalisierung natürlich diese Philosophien ein Stück weit fast schon überholt hat. Und man versucht sich genau das zu überlegen, was Sie sagen. Es gibt die ökonomische Interdependenz, die Welt ist nicht mehr alleine in Nationalstaaten organisiert, was die Ökonomie anbelangt. Aber viele würden natürlich sagen, ja, aber politisch muss sie in Nationalstaaten organisiert sein, weil wir wollen doch keine Weltregierung. Das ist doch die große Angst, dass plötzlich irgendwann dann von oben immer größere politische Geflechte über uns herrschen. Viele haben da wenig Vertrauen, beispielsweise auch in die EU. Natürlich haben viele Vertrauen in das eine und nicht in das andere. Natürlich leben wir im Zeitalter des wachsenden Populismus und der einfachen Antworten und der einfachen und angeblich nachvollziehbareren Konzepte. Aber Fakt ist, unsere Welt ist komplex. Das können wir nicht wegdenken. Unser Dasein, unser Wohlstand hängt von so vielen Faktoren ab, die wir gleichzeitig bewirtschaften müssen. Das können Politiker nicht wegtun. Oder wie soll ich sagen, oder wenn sie es ignorieren, dann greifen sie zu kurz und dienen nicht ihrem Volk. Nationalstaaten sind Konstrukte. Das sind von Menschen geschaffene Konstrukte. Wir sagen nicht, dass sie schlecht sind. Sie sind wichtig. Sie garantieren Freiheit des Einzelnen. Funktionierende Rechtssysteme sind wichtig. Aber wenn wir uns dafür entscheiden können, dass wir Frieden auf nationaler Ebene erreichen können und garantieren können, dann können wir uns auch dafür entscheiden, diesen Frieden international weiterzuentwickeln. Wir können uns als vernünftiger Mensch für Streit entscheiden. Wir können uns aber auch für Streitbeilegung entscheiden. Wir können uns sagen, wir möchten um jeden Preis gewinnen. Wir können aber auch sagen, wir müssen um jeden Preis eine Lösung finden. Und das ist so schön, was Sie sagen, oder? Wir können uns anders entscheiden. Und da sind Sie ein Stück weit natürlich auch beeinflusst von Hannah Arendt. Auch so ein Steckenpferd für Sie in Ihrer Ausbildung. Hannah Arendt, die ganz klar immer gesagt hat, Politik ist keine Mechanik. Politik gehorcht nicht einem ablesbaren Muster, sondern wir alle sind Geborene. Wir sind diesem Prinzip der Natalität unterworfen. Wir können als Neuanfänge die Politik wenden. Und das, glaube ich, ist ja der Ort oder der Platz,
für die Hoffnung bei Hannah Arendt? Wir könnten es anders machen. Ich denke, dort, wo Hannah Arendt wirklich den Nagel auf den Kopf trifft, ist, wenn sie sagt, das Totalitäre, und heute müssten wir sagen, das Autokratische oder das Diktatorische oder das Populistische, geht von der falschen Interpretation aus, dass man Politik handhaben kann, wie man einen Tisch baut. Politik muss die freie Handlungsweise und Entscheidfähigkeit des anderen mit einbeziehen. Das macht es für mich natürlich nicht 100% möglich, vorauszusehen, was das Ergebnis einer Verhandlung sein wird. Und wenn ich Politiker höre, die sagen, wir müssen um jeden Preis gewinnen, dann hat das für mich auch viel damit zu tun, dass sie sich nicht auf diese Verhandlungen einlassen können, weil sie ihrem Volk nicht 100%ig versprechen können, was dabei rauskommt. Aber ohne diese Bereitschaft, ohne diesen Mut, sich ja tatsächlich auf das Wesen des Politischen einzulassen, werden sie keinen dauerhaften Frieden finden können. Das heißt, um Politiker zu werden, muss man sich die Frage stellen, habe ich Mut, Führerschaft zu übernehmen? Und habe ich Mut, unangenehme Dinge anzugehen und zu erklären? Jetzt haben Sie den Begriff Führerschaft in den Mund genommen. Sie werden sehr oft darauf angesprochen, dass Sie die erste Frau sind in dieser Position. Ist das für Sie eher unangenehm? Denken Sie, mein Geschlecht tut hier überhaupt nichts zur Sache? Oder denken Sie tatsächlich, dass es da auch für Sie noch eine spezifische Aufgabe gibt als Frau in diesem Amt? In meiner täglichen Arbeit denke ich nicht ständig daran, ob ich eine Frau bin oder nicht. Ich habe mein ganzes Berufsleben und auch große Teile meines Studiums aufgrund der Fächer, die ich belegt hatte, eigentlich immer großmehrheitlich Männer um mich herum gehabt und männliche Kollegen, männliche Freunde. Das belastet mich nicht. Aber ich habe deutlicher beim IKK als anderswo auch anerkennen müssen, dass es wichtig ist, dass eine Frau an der Spitze des IKK steht, weil die Frauen in Konflikten sehr stark leiden müssen, anders leiden müssen, oft vielschichtiger auch leiden müssen als Männer. Und durch die Dominanz des humanitären oder die Männer immer noch im humanitären Bereich haben, die spezifische Situation der Frauen zu wenig berücksichtigt wird. Ich sehe das jetzt auch im Vergleich zu meiner Zeit in der Entwicklungshilfe, dass ich größere Mühe habe, erfahrene Frauen im humanitären Bereich zu identifizieren und um sie in wichtige Positionen zu befördern, weil schlicht dieser Pool kleiner ist als im entwicklungspolitischen Bereich. Und wir müssen jetzt darauf achten, dass wir die nötigen Instrumente entwickeln. Und das ist auch ein Plan unserer neuen Strategie, dass wir die Diversität und die Gleichheit innerhalb des IKK fördern müssen. Das eine ist wirklich die Führung und eben die Identifikation von Talenten, von talentierten Frauen jetzt in Ihrer Organisation. Das andere ist ja auch überhaupt, wie man auf diese Konflikte blickt. Es ist im Zuge des Ukraine-Krieges wieder sehr viel mehr gesprochen worden über eine sogenannte feministische Außenpolitik. Es wird mehr und mehr gefordert, dass feministische Anliegen gesehen werden. Es ist auch so, dass Vergewaltigung zum Beispiel seit dem Bosnienkrieg als Kriegstaktik anerkannt wird, ist natürlich auch ein Bruch des humanitären Völkerrechts. Ist das auch vielleicht ein spezifisches Anliegen von Ihnen, diese Form der Gewalt noch sichtbarer zu machen? Auf jeden Fall. Und ich habe aufgrund meines Frauseins natürlich auch die Möglichkeit, mit Frauen zu sprechen in Kulturen, in denen Männer nicht leicht Zugang bekommen zu Frauen direkt ohne männliche Begleitung. Und natürlich waren alle meine Vorgänger, die allesamt Männer waren, nicht oft in der Lage, sich wirklich vertraut mit Frauen zusammenzusetzen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch selber als Person mehr zu erfahren. Aber es geht mir hierbei auch darum, dass wir darauf achten, dass wir das Völkerrecht immer so auslegen, dass es förderlich ist für die Gleichberechtigung der Frauen, ohne dass wir uns in eine Debatte über soziale Normen begeben, weil das würde natürlich nicht helfen, was unsere neutrale Mittelrolle betrifft. Aber ich denke, im Prinzip der Unparteilichkeit und Nichtdiskriminierung bei der Ausrichtung humanitärer Hilfe und des Schutzes, den wir liefern,
muss man natürlich darauf achten, dass Frauen gleichsam von dieser Hilfe profitieren können wie Männer, weil wir sonst nicht unparteilich sind. Und ich habe im Mai im UNO-Sicherheitsrat eine Rede gehalten, wo ich genau darauf hingewiesen habe. Unparteilichkeit bedeutet auch Respekt für die Gleichbehandlung der Frau in humanitären Situationen. Und Vergewaltigung ist ganz klar ein Verbrechen unter dem humanitären Völkerrecht, wenn es im Konflikt als passiert. Also grundsätzlich, es ist strafrechtlich natürlich in den meisten Ländern verfolgt, aber es ist vor allem als Kriegswaffe ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Und das können wir nicht zu wenig betonen. Und es ist viel zu verbreitet. Jetzt haben Sie beschrieben, dass Sie manchmal eben Zugang haben zu Frauen, die darüber berichten, weil sie eine Frau sind. Gibt es auch das Umgekehrte, dass es schwierig ist, als Frau Zugang zu bekommen oder mit den Personen zu sprechen, weil sie als Frau nicht ernst genommen werden? Oder schützt Sie da Ihr Amt vollkommen davor? Ich bin seit etwas über einem Jahr im Amt und ich habe mit vielen Leuten gesprochen auf allen Ebenen und vielen Kriegsführern auch und hochrangigen Vertretern von Kriegsparteien. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde, weil ich eine Frau bin. Im Gegenteil, also ich kann Dinge ansprechen und mir wird zugehört. Und das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, als ich mich mit der ersten weiblichen, also Frau Delegierten traf, die je im IKK Delegierte war, Jeanne Ecker. Sie ist leider vor einigen Monaten gestorben. Einer meiner ersten Besuche war bei ihr zu Hause. Sie war damals 97 Jahre alt und ich habe sie gefragt, war es für dich schwierig in den 60er Jahren in Afrika, in all diesen Konflikten, dich durchzusetzen als Frau? Und sie sagte nein. Es war genauso schwierig wie für Männer und genauso leicht wie für Männer, weil meine Verfassung waren die Genfer Konventionen. Ich hatte eine ganz klare Rolle, ein ganz klares Mandat, das uns von den Staaten gegeben wurde. Und daran halte ich mich. Und das habe ich von ihr mitgenommen. Ich richte mich aus nach dem humanitären Völkerrecht. Die Genfer Konventionen sind mein Leitmotiv und meine Berechtigung, zu intervenieren, egal ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Sie haben jetzt gerade schon wieder erwähnt, Sie haben mit den unterschiedlichen Kriegstreibern, Kriegsführern gesprochen. Haben Sie nie Angst, wenn Sie so im Feld unterwegs sind? Sie sind Mutter von zwei Teenagern. Sie schützen Ihr Privatleben sehr, unter anderem auch, weil Sie manchmal auch sehr stark angefeindet werden. Diese Angst, begleitet Sie die manchmal? Ich sorge mich um das Wohl meiner Kinder, meines Mannes, meiner Familie, im weiteren Sinn meiner Kollegen, aber nicht um mich als Person. Das liegt auch daran, dass ich natürlich Schutz habe und dass wir natürlich uns nicht leichtsinnig in gefährliche Situationen begeben. Natürlich ist jede Situation, in der ich mich befinde, grundsätzlich keine risikofreie. Aufgrund meiner Rolle, aufgrund meiner Exponiertheit, aber ich blende das aus, bin mir aber sehr bewusst, dass ich, wenn ich weiß, dass es zu gefährlich wird, weil ich Kollegen oder meine Familie in Gefahr bringen könnte, zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss. Das heißt, ja, ich bin mutig, aber ich bin auch nicht leichtsinnig. Lassen Sie uns zum Schluss noch auf eine Aktualität eingehen, die viele gerade im Moment umtreibt, nämlich die Frage nach der internationalen Strafgerichtsbarkeit. Auch das gehört ein Stück weit zu dieser ganzen Frage des Multilateralismus, ist natürlich nicht Teil des Kriegsvölkerrechts und das IKK wird auch nicht als Zeuge auftreten in solchen Prozessen. Dennoch würde mich Ihre Einschätzung sehr interessieren. Es ist ja so, dass im Moment gerade Südafrika Israel verklagt hat, im Januar nämlich. Das ist im Moment gerade in den Medien, am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, am sogenannten IGH. Dort werden Klagen von Staaten gegen Staaten verhandelt. Es ist sozusagen ein Gericht, das Teil ist der UNO. Trotzdem sind solche Verfahren meist relativ aussichtslos, oder? Sehe ich das richtig? Die internationale Strafgerichtsbarkeit existiert aus dem Grund, dass wenn Völkerrecht geschaffen wird und vor allem auch humanitäres Völkerrecht geschaffen wird, natürlich
die Umsetzung auch überwacht und wenn immer möglich durchgesetzt werden kann. Das heißt, das Grunddefizit der Genfer Konvention ist ja die fehlende internationale Gerichtsbarkeit auf systematischer Ebene und alle betreffend. Und das ist ja auch der Grund, warum viele sagen, ja, das Völkerrecht bringt nichts, weil es kann nicht umgesetzt werden. Das heißt, mit diesen internationalen Tribunalen und Gerichten versuchen Staaten ja immer wieder, genau diese Durchsetzungsfähigkeit herzustellen. Es ist komplex, es ist schwierig, es ist defizitär. Es ist natürlich sehr oft mit auch Misserfolgen und großen Schwierigkeiten verbunden. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Wir dürfen nicht aufgeben auf diese Umsetzung und Umsetzungsfähigkeit hinzuarbeiten. Es gibt Mechanismen, die funktionieren besser. Es gibt solche, die funktionieren schlechter. Es gibt auch Möglichkeiten, aus den Erfahrungen zu lernen und es besser zu machen. Aber ich denke, grundsätzlich ist es immer besser, wenn wir ein Gericht haben, das eine universelle Zuständigkeit hat, anstatt viele kleine Ad-hoc-Tribunale für spezifische Konflikte, oder? Die es ja auch gibt, also es gibt ja zum Beispiel auch noch den sogenannten Internationalen Strafgerichtshof. Das wird oft verwechselt, aber der Internationale Strafgerichtshof wiederum, der verhandelt Anklagen an einzelne Kriegstreiber, KriegstreiberInnen vielleicht auch einmal. Aber die Basis dafür ist das sogenannte Römer Statut. Und das wiederum wurde gar nicht von allen Staaten ratifiziert. Schon gar nicht zum Beispiel von Staaten wie USA, Israel, Türkei, Russland. Das heißt, selbst wenn es zu einer Anklage und einer Verurteilung käme, werden diese Staaten diese Personen auch nicht entsprechend ausliefern. Ich bin keine Expertin der internationalen Strafgerichtsbarkeit, aber was ich hier sagen möchte ist, das Römerstatut wurde nicht von allen Staaten ratifiziert, die Genfer Konventionen schon. Und die Pflicht, sich an die Genfer Konventionen zu halten und dafür zu sorgen, dass diese umgesetzt werden, existiert unabhängig davon, ob es ein internationales Strafgericht gibt oder nicht. Es gibt Mittel und Wege, national wie international, dafür zu sorgen, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Unabhängig davon, ob der ICC, also der Internationale Strafgerichtshof, wirklich erfolgreich ist. Ich möchte mich nicht zu einzelnen Gerichten oder Verfahren äußern, das machen wir nicht, grundsätzlich nicht. Aber es entbehrt nicht jene Staaten der Pflicht, die Genfer Konventionen zu ratifizieren, weil sie das Statut, das Römerstatut nicht ratifiziert haben. Das eine ist unabhängig vom anderen. Das heißt, wir pochen nun darauf, angesichts des Leids, das wir sehen, angesichts der exponentiellen Zunahme ganz, ganz gefährlicher Konflikte mit hohem Eskalationspotenzial, wir plädieren jetzt dafür, dass Staaten sich dazu bekennen, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zur politischen Priorität zu machen und nicht nur das Aufrufen zum Respekt des Völkerrechts, sondern dass sie wirklich dafür sorgen und die nötigen Mittel etablieren, dass dieses Recht auch tatsächlich im Feld, im konkreten Fall respektiert wird. Und diese Arbeit fängt im Frieden an. Und da sind Sie konkret jetzt mit der neuen Strategie auch dran, noch einmal Maßnahmen zu ergreifen, dass das stärker auf die politische Tagesordnung kommt? Die Staaten sind sich mit der Krise oder mit dem internationalen bewaffneten Konflikt zwischen der Ukraine und Russland konfrontiert. Das löst unglaublich hohe Zahlungen aus, die wiederum einhergehen mit Sparmaßnahmen, die implementiert werden müssen, weil die wirtschaftliche Absorptionsfähigkeit, was die Bewirtschaftung dieser Konflikte und dieser lang andauernden Konflikte betrifft, abnimmt. Das heißt, der einzige Weg, diesen Schaden zu begrenzen, der einzige Weg, diese wirtschaftlichen Kosten in den Griff zu bekommen, ist die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Schauen Sie, wie viel es kosten wird, um die großen Gebiete in der Ukraine zu entminen, damit dort wieder Landwirtschaft und Industrie stattfinden kann, damit die Wirtschaft dort wieder Fuß fassen kann. Minen sind geächtet. Minen
in ihrer Ausrichtung widersprechen dem humanitären Völkerrecht. Kriege und die Nichtbeachtung des Völkerrechts, die systematische Zerstörung ziviler Infrastruktur, sind Widersprüche mit dem humanitären Völkerrecht. Das sind alles Kosten, die entstehen, weil diese Konventionen nicht eingehalten werden. Sie sehen den direkten Bezug zu unserer eigenen Wohlfahrt, wenn dieses Recht gebrochen wird. Ich sehe also zum Schluss, es gibt ökonomische Gründe, es gibt politische Gründe, sich an das Völkerrecht, an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Es gibt aber vor allem auch menschliche Gründe und ich glaube, das haben Sie sehr deutlich gemacht. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Spoljaricek. Dankeschön. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, wie seht ihr die Zukunft des humanitären Völkerrechts? Schreibt es uns. Über sexuelle Gewalt als Kriegsstrategie denkt auch die finnische Schriftstellerin Sofi Oksanen nach. Das Gespräch mit ihr gibt es hier, ebenso ein Gespräch über die Frage, wie Frieden schaffen ohne Waffen möglich werden könnte. Danke fürs Interesse.